Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Shogun 2 Tutorial. Diesmal geht es weiter mit dem fortgeschrittenen Seetutorial. Und ich bin schon ehrlich gesagt ganz gespannt, wie das aussehen wird. Eventuell so wie auf dem Bild im Hintergrund. Ein kleines Boot mit Pfeil und Bogen. Nehmt euch Zeit, um die Benutzeroberfläche in der Schlacht zu studieren. Tut Felder und klickt auf Bilder, um Details zu ihren Funktionen zu erfahren. Weitere Informationen erhaltet ihr, indem ihr mit der Maus auf einen Punkt zeigt und bla bla bla. Shogun 2, Total War. Dieses Tutorial zeigt euch, wie ihr einige der spannenden neuen Seegefechtsfunktionen einsetzt. Darunter Flachwasser, Minen und Kanonenschiffe. Oh. Nochmal, was? Seegefechtsfunktionen einsetzt. Flachwasser, Minen, Kanonen, warte mal. Alter, was ist das hier für ein fetter Oschi? Mit Türen. Okay, das ist ja eine schwimmende Festung. Und wie schwimmt die schwimmende Festung? Ist das hier das Segel? Hä? Ach, Ruder! Okay. Was habe ich denn hier? Cold Sun Nihon Maru, kalte Sonne. In Seegefechten könnt ihr auf dem Wasser treibende Minen einsetzen. Diese bestehen aus kleinen hölzernen Plattformen, auf denen Sprengstoff angebracht ist und die nichtsahnende feindliche Schiffe beschädigen. Euer Flammenbombenschiff kann während der Aufstellungsphase an beliebigen Stellen Minen platzieren, außer direkt im Aufstellungsbereich des Feindes. Wählt das Flammenbombenschiff. Oh, Alter, was? Green Leaf, Flammenbomben Kubaya. Bestimmt per Rechtsklick eine Stelle im Meer, an der ihr eine Mine platzieren wollt. Nach Beginn der Schlacht obliegen Minen nicht mehr eurer Kontrolle. Daher ist eine wohlüberlegte Platzierung äußerst wichtig. Seid ihr mit der Position zufrieden, wählt das Mine platzieren Feld. Ja, wo? Schiff reparieren, Gruppierung, Schiff entern, Anker, alles markieren, Mine platzieren, muss außerhalb des feindlichen Aufstellungsbereiches sein. Das heißt hier, da nicht, okay. Was hat der hier überhaupt? Auch ein paar kleine Schiffe. Interessante Bauweise. Handmann betrieben. Ja, das sind eher schwimmende Plattformen und naja. Na gut, es gibt ein paar Häuser, ja, aber. Okay. Hier ist ein Schiff mit Segel. Okay, also Minen. Okay. Boah, ich komme mir vor, wie. Es würde ich gleich Fluch der Karibik spielen. Ha! Eure erste Mine ist bereit. Was? Wo? Nein! Nein! Hä? Ah. Drei Minen. Hä? Nein! Ey, wie soll ich denn die Mine legen, Mann? Hä? Soll das gehen? Nee. Mann! Ich scheitere schon am Minen legen.
Ich muss das Schiff etwa hier rot machen. Einfach. Das ist ja umständlich. So, hier so ein kleines Feld. Ah. Hey, das ist eher ungünstig gemacht. Gut. Ja, jetzt habe ich da Minen gelegt. Keine Ahnung, ob das gut ist, so weiter. Ja. Vor Schlachtbeginn könnt ihr die Position der Minen verändern. Klickt auf das Minen-Entfernen-Feld und platziert sie neu. Beendet die Platzierung eurer Minen, ehe ihr die Schlacht beginnt. Okay. Vor Beginn der Schlacht wollen wir einen kurzen Blick auf einige der Schiffe in Total War Shogun 2 werfen. Ihr sagt das richtig. Die überragende Höhe der Belagerungsturmschiffe macht sie zu einer ernsten Bedrohung. Vom erhöhten Turm des Oberdecks regnet Schüsse auf die Besatzung feindlicher Schiffe herab. Trotz ihrer Geschwindigkeit und Beweglichkeit sind Belagerungsturmschiffe anfällig für Entermanöver und Feuerschaden. Macht Sinn. Feuer bei Holz, Enter. Keine Ahnung, ob inwiefern Sinn das macht. Was ist das hier, was ich vorhin gesehen habe? Ein richtiges Schiff, ich glaub's ja nicht. Weil es eine komische Form hatte, aber trotzdem. Hat Kanonen? Ja, es hat Kanonen, auch wenn es ganz schön kleine sind. So, wo ist die Buhne? Da ist die Buhne. Okay. Flammenbombenschiffe richten mit Horoku-Bomben aus der Nähe schweren Feuerschaden an. Sind jedoch äußerst anfällig für Entermanöver. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Besatzung eignen sie sich am besten für überfallartige Angriffe. Die fehlende Deckung auf dem Oberdeck macht sie jedoch selbst anfällig für Angriffe. Oh hey, oh je, das muss ich mir jetzt alles merken, ne? Überfallartige Angriffe. Hoku und René. Okay. Die Sengoku-Buhne ist das einzige japanische Segelschiff und damit auch das schnellste Schiff einer Flotte. Es eignet sich ideal zum Abfangen und Entern kleinerer Schiffe. Die Sengoku-Buhne hat weniger Besatzungsmitglieder als andere mittelgroße Schiffe, was sie für beinahe ebenbürtige Schiffe anfällig macht. Die Karavelle vereint östliche und westliche Ideen. Die europäischen Kanonen feuern aus der Ferne tödliche Schüsse. Ihre kleine Besatzung macht sie jedoch anfällig für Enterangriffe. Karavelle, so heißt ja alles okay. Da ist eine seltsame Bauweise. Ich meine, warum ist denn hier so fast offen? Habe ich zwar noch nie so ein Schiff gesehen, aber hey, das ist wie so abgebissen irgendwie. Die Kanonenbuhne ist ein schnelles Schiff, das für überfallartige Angriffe auf größere Schiffe eingesetzt wird. Um Enterangriffen vorzubeugen, sollte es weit weg von mittleren und großen Schiffen positioniert werden. Steht ein Entermanöver bevor, kann die Kanonenbuhne mit einem Zwischensport entkommen. Okay. Kurz ist weit weg von mittleren und großen Schiffen positioniert werden. Entermanöver bevor, kann die Kanonenbuhne mit einem Zwischensport kommen. Luntenschlossschiffe sind klein und schnell und bedeuten eine Gefahr für feindliche Besatzung. Haltet sie von größeren Schiffen fern, da sie leicht zu entern sind. Darüber hinaus erleiden Luntenschlossschiffe aufgrund der fehlenden Deckung auf dem Oberdeck bei Angriffen durch Belagerungsturmschiffe schwere Verluste. Oha. Okay. Nihon Maru ist das Flaggschiff des Shoguns und Juwel einer jeden Flotte. Ihr könnt es erst bauen, wenn euer Daimyo Shogun ist. Es stärkt die Moral der umliegenden Schiffe und hat eine große Besatzung, ist jedoch auch langsam und schwerfällig und anfällig für Feuerschaden. Ja, ist ein schwimmendes Haus einfach nur. Und wo geht's rein? Da? Da. Okay. Ihr habt nun eine herrliche Flotte. Vernichtet die sich nähernden Miyoshi
Ah ja. Ui, was ist das da? Oh, Attacke Bohne. Okay, Kanonen, hier, Knarren. Was hast du? Bogenschützen, Kanonen, Knarren. Hattet ihr, hattet auch Knarren, ihr hattet Bomben? Also Bogen, okay. Ihr wart... Entern, ne? Und der hat Blut. Die singen sogar. Haben die überhaupt, haben die auch Knarren? Scheinbar. Okay, Taktik, ich brauche eine Taktik, 11 Minuten. Der hat Kanonen, der hat Kanonen, ne? Was ist hier? Wo ist der Reis überhaupt? Okay. Das ist ein sehr kleiner Radius, wie ich sehe. Du? Was für ein Radius? Hä? Das ist so unübersichtlich, einfach nur. Da! Das ist so ein Radius. Okay, du? Da. So, du. So, okay. Und du? Hast einen großen. Ah, okay. Ich würde sagen, Kanonenschiffe hierhin. Was? Warte mal. Ah, okay. Wieso? Ne? Gut, dann ihr. Du dann, ne? Genau. Vielleicht. Wieso? Der Rest, ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie es wird. Ist hier voll Kraft oder so? Nee, keine Ahnung. Sache Bune, was konntest du lassen? Was hast du? Du hast Knarren? Einen Bögen? Zum ersten Mal spielt bei Seegefechten in Total War das Terrain eine Rolle. Auf der Karte erkennt ihr Inseln, Küstenbereiche und Flachwasser, die allesamt je nach den Fähigkeiten eurer Schiffe taktisch genutzt werden können. Wow. Ja, die Mine hat funktioniert. Wow. Okay. Ich sollte vielleicht die großen Schiffe auch mal im Einsatz bewegen. Glaube ich. Krieg ich die Waffen mit?
Wow. 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 Nein, 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 beweg dich nicht, stopp. Anker werfen, genau, Mann. Du standest doch gerade so gut. Sehr gut, sehr gut. Ich dachte, ich eine Mauer aus Schiffen baue, die mir dann aber nichts bringt, weil ich hier so viel stehen habe. Ich habe echt keine Erfahrung in irgendwelchen Schiffsdingern. Ah, na also. Yay. Land in Form von Inseln Toll. Und Küstenabschnitten ist für eure Schiffe unpassierbar, kann sich jedoch als nützlich erweisen, um einen Gegner in die Enge. Seichte Gewässer sind hellblau markiert. Tageszeit und Witterung zögert nicht, eure neuen Schiffe und deren Spezialfertigkeiten einmal im Einsatz gegen die feindliche Flotte auszuprobieren. Schwere Buhne, wozu warst du noch mal gut? Nein, das ist blöd. Bomben werfen?
Oh Mann. Dieses Tutorial ist beendet. War einfacher als ich dachte. Dies ist zweifellos ein großartiger Sieg. Die Feinde sind tot oder rennen um ihr Leben. Ja, also Kanonenschiffe, nur Kanonen sind mir irgendwie lieber. Ui. Und Flinten. Alter. Reife ruhigen Geistes mit dem Gefühl an, den Feind vom ersten bis zum letzten immerfort niederzuschmettern. Das Geheimnis ist, tief in den Reihen des Feindes zu gewinnen. Auszug aus das Buch der fünf Ringe. Miyamoto Musashi? Den kenne ich, glaube ich. Wow. Kein Schiff verloren und die haben sieben, wie ich das hier verstehen soll. Cool. Ha, mit 12. Hä? Verluste 22, aber die haben nur 12 Hä? Okay, danke für diese Schiffsschlacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gut kommentiert habe oder nicht, egal. Hauptsache, ihr habt gesehen, wie Schiffe versenken geht. Und ja. Nee, das, als nächstes kommt das letzte Tutorial, dann kommt ein Mini-Kampagnen-Tutorial und dann aber fangen wir, glaube ich, richtig mit irgendeinem Clan das Spiel an. Ja, und bis dahin, schönen Tag.